Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Einmal gucke ich mal eben, ob ich mich hier nochmal an geilen Sachen erfreuen kann, die die Jungs hier fallen lassen haben, aber haben sie natürlich nicht, ne? Am Arsch. Okay, dann müssen wir noch einmal irgendwie auf da oben rauf. Da sehe ich ein Blümchen. Das sollte, ich wollte gerade sagen, nicht schwer werden, aber das sieht gerade nicht danach aus, dass wenn ich da hoch soll. Wow, Vorsicht. Das war blöd. So, da haben wir die Blume. Geradeaus da unten, da brennt's. Das ist wahrscheinlich der unentdeckte Ort. Ich hatte überlegt, das hier noch zu machen. Aber irgendwie ist ja jetzt hier auch wieder ein Geschenk. Schwertschmied. Wir haben so viel. Pass auf, wir machen das hier noch. Da. Gehen wir mal einmal hin. Wenn wir schon mal da sind. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht da drüber ist noch der Fuchsbau. Den nehmen wir vielleicht auch nochmal mit. Und dann reisen wir nochmal wieder zum Goldenen Tempel. So, zweimal eben Holz. Jetzt kommen sie aber alle. Oh ne, das wollte ich ja gar nicht. Was haben wir denn jetzt da so? Wo ist er? Oh, dachte ich wäre ausgewichen. Keine Pfeile für mich. Ja, ich besuche gleich den Schwertschmied. So, der hat Pfeile. Die Frage ist, war es das jetzt wirklich? Anscheinend ja. Alles schon. Ja, anschleichen wäre natürlich wahrscheinlich wieder besser gewesen, weil dann hätte ich wahrscheinlich wieder den Anführer. Einmal beobachten können. Das fiel mir wieder ein, nachdem das eben kam mit Anführer getötet.
Mongolisches Pferd. Mongolische Pferde sind oft ebenso gut gepanzert wie die mongolischen Krieger selbst. Ihre bevorzugten Rassen sind zwar verhältnismäßig klein, aber dafür sehr widerstandsfähig und in der Lage, selbst unter extremen Bedingungen zu überleben. Beinahe jeder mongolische Krieger besitzt mehr als ein Pferd, um immer das Reittier wechseln zu können, wenn die Pferde ermüden. Das ist schlau und auch nett für die Pferde. Ach, öffnen. Instinktiv einfach mal R2, weil wurde angezeigt. Ja, nö, hier ist doch keiner mehr. Ich kann mich hier in Ruhe einmal umsehen. Eisen, Vorräte. Weil das ist auch gut, dass wir jetzt nochmal Vorräte und auch nochmal Eisen finden. Wir kennen das ja. Dann gehen wir da jetzt hin. Können wir allen Vieren eigentlich was machen? Und sobald wir beim Schwertschmied waren, als Beispiel, hat sich das mit den anderen schon wieder erledigt. Eine große Kiste. So, Haftbombe. Munition voll. Hier oben ist mal, also ist selten was. Ja, mal ein paar Pfeile. Ab und zu auch mal, glaube ich, Dings. Ein bisschen Vorräte. Ein paar. Okay. Gut. Das müsste es gewesen sein. Jo. Oh. Unentdeckter Ort. Oh, hier sind so viele unentdeckte Orte. Ich will da irgendwie hin. Also muss ich jetzt hier raus. Oh, komm schon. Oh, guter Sprung. Okay. Das ist eher so die Richtung. Wieder Mongolen. Das heißt so viel wie fick dich, langhaariger Bombenleger. Haare schneiden tut nicht weh. Oh, da habe ich nicht reagiert. Ich dachte, ich kann parieren jetzt. Habe ich das nicht ausgerüstet? Also... Weißt du, dass die Pfeile eigentlich nicht treffen? Bin der Meinung... Gott, ich rede schon wieder Müll. Ich bin der Meinung, ich habe das ausgerüstet. Verdammt. Ein Vogel. Der bringt mich wahrscheinlich an den unentdeckten Ort. Jo. Lager der Überlebenden. Okay. Moin, Leute. Blumen. Rüstungsfarben. Mal gucken, was wir da jetzt neu haben. Tracht des Reisenden. Es dauert immer ein bisschen, bis er das lädt hier. Ich weiß gar nicht, Tracht des Reisenden? Ist das nicht sogar die einzige, die ich schon abgegradet habe? Samurai-Clan-Rüstung. Nö, muss nicht sein. Tadayuris Rüstung. Bisschen grün mit bei, so kaktusmäßig, ne? Ja,
Ja, doch, irgendwie sieht die cool aus. Kauf ich mal. Rüstung unentdeckt. Runenkleidung, die hatte ich schon, genau. Mehr aber auch noch nicht. Makelloser Krieger. So, der Vogel nervt aber immer noch. Ne, da ist er. Ich musste einmal bis zur Mitte laufen. Kappa. Dämonen, mein Herr. Ist das hier? Ah ne, das war der andere Kollege, glaube ich, ne? So, er hat gesagt, irgendwas ist neu, aber ich sehe hier nichts neu. Die Kappa, mein Herr. Ach so, gedrückt halten, dann zeigt er mir das. Okay. Ja, da. Mhm. Seltsame Geschichten über Kreaturen, die Fischer angreifen. Kappa. Kappa, ja, sind irgendwelche Dämonen. Ich weiß nicht, ob das nur damals im Turtles Comic, / auch den dritten Film damals war. Dass die Turtles im Endeffekt die Kappa waren. Und auch in den Geschichten von großen Kreaturen, Schildkröten ähnlich gesprochen wurde. Ich tippe mal, das waren nur die Turtles. Also, dass das nicht immer so ist. Na, kleine Kuh. So, den Fuchsbau nehme ich noch mit. Meter. Oh, okay. Das sah jetzt gar nicht so extrem weit aus. Ach ja, das war ja hier, ne? Irgendwo. Gucken, ob ich jetzt nicht falsch laufe hier. Er ist natürlich auf der anderen Seite, ganz klar. Ah, ich dachte eben, da führt ein Weg durch. Mit, ne? Vogel. Bringst mich wahrscheinlich zum Fuchsbau, ne? Oder auch nicht. Er will, dass ich hier hochgehe. Und das machen wir auch mal eben.
von mir will. Ja, ich komm. Säule der Ehre. Okay. Da ist sie. Säule der Ehre. Oh. Ein Mamushu-Gift. Mamushi-Gift. Was? Mamushi? Mit tödlicher Präzision finden deine Klingen ihr Ziel. Kann ich hier auch noch den... Nein. Okay. Vielen Dank, Vogel. Vielen Dank. Oh. Welche Richtung muss ich jetzt wieder zurück? Wieder zurück. Und hier ist auch noch was. Das ist auch noch ein unentdeckter Ort. Oh Mann. Machen wir erstmal den Fuchsbau. Ja, ich sag, nochmal da hoch oder was? Ernsthaft? Ah gut, ein etwas anderer Weg. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich den Fuchs nicht gedankt und nicht gestreichelt, aber der ist auch eh schon wieder weg. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal. Zu dem Dorf. Guck mal, ob ich da mich daran schleichen muss, wegen dem Anführer und so. Da hinten ist einer. Glaube ich. Aber er sagt jetzt auch nichts. Also machen wir es so. Okay. Das war auch kein Anführer, das war einfach nur ein dicker kleiner Sack. Oh, Pfeile. Tuna ist voll. Okay, das ist nur zum Unterdurchkriechen.
Haftbombe. Bambus, nehmen wir mit. Und das da ist doch ein Schrein. Und den haben wir auch noch nicht. Gucken wir mal, ob die uns noch was dagelassen haben. Haftbomben. Sieh, dass wir hier alles so zerknüppeln müssen. Ich meine, die pennen hier doch auch, oder nicht? So, wie war das noch? Oh. Der Pfeilspitzenschrein. Die Frage ist nur, kommen wir da rüber? Oder wie kommen wir da hoch? Leuchtturm ist da auch noch. Oh Gott, hier ist so viel gerade. Ich habe einfach die Schnellreise gemacht. Vorräte, Vorräte. Ja, du darfst da durchgehen. Ist erlaubt. Boah, sieht das geil aus schon wieder. So, ich wollte eben nur noch gucken. Manchmal liegt ja auch mal was in der Ecke. So, der Weg sieht, glaube ich, ganz gut aus. Glaube ich. Habe ich hier nicht eben noch eine Blume stehen sehen? Ne, da. Okay, hier war sogar ein Lager. Vater ist krank, er hört nicht auf zu zittern und das Essen wird knapp. Als wäre das nicht schon schlimm genug, sind jetzt sind auch noch die Mongolen zurück. Mein Bruder hat Angst, dass sie einen Weg über die Brücke finden. Das glaube ich. Das kann ich nachvollziehen. Ja, mal ein cooler Weg hier hoch, ne? Nicht so einfach wie die anderen. Mhm. Muss ich wahrscheinlich hier runter, ich weiß es aber nicht. Aber ja. Ups. Oh, oh. Kein Scheiß, Maga. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können.
Eine Schriftrolle noch. Vater starb letzte Nacht. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Nicht so lange die Sonne scheint. Es ist schön hier oben. Oh. Tut mir leid, Mann. Schön sieht das aus, ne? Talisman von Inari. Landwirtschaft. Gewährt mehr Vorräte, Raubtierfälle, Bambus und Eibenholz beim Sammeln. Auch cool. Aber es bringt mir jetzt gerade nicht viel, ne? Außer wir können mal eben die Kleidung wieder wechseln. In Tracht des Reisenden. Wenn wir schon hier sind, dann deckt das ja mehr von der Karte auf. Ich würde gleich gerne mal zu dem Leuchtturm oder was das da ist gehen. Aber das machen wir natürlich alles dann in der nächsten Folge. Hier konnte man doch sonst immer den Schrein verlassen. Da geht das. Okay. Ja, dann haben wir uns natürlich nicht unser Geschenk abgeholt. In der nächsten Folge gehen wir einmal dahin und holen uns dann wahrscheinlich das Geschenk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne!